In diesem Video werden wir euch die Schönheit Tarifas und der Südspitze Europas zeigen. Seid gespannt und bleibt wieder dran. Ja, wir sind in Tarifa, der Südspitze Europas, der Südspitze Spaniens, also auch noch südlicher als Gibraltar selber beispielsweise. Gibraltar ist natürlich auch Großbritannien. Und in Tarifa sieht man hier hinter uns Afrika. Das sind ungefähr, was war das? Wie 14 Kilometer. 14 Kilometer. Und da gibt es auch eine Fähre, so mit so einem Speedboat oder mit so einer Speedfähre kann man nach Tanga fahren von Tarifa aus. Auch ein Abenteuer, Marokko gleich live zu erleben. Genau, aber wir bleiben in Tarifa und schauen uns diese Stadt an, die auch sehr von den Mauren beeinflusst ist, die auch einen sehr orientalischen Flair hat, gerade die Altstadt. Und wir werden euch mal diese Stadt vorstellen. Wir werden uns diese Stadt konservieren auf Video und werden die schönsten Ecken, die wir so kennen, mal rausfinden. Und wenn dir das gefällt, vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren und die Glocke zu drücken. Genau. Ja, die Glocke zu drücken, damit du auch immer auf dem aktuellen Stand bist. So ist es. Und über ein Like würden wir uns auch freuen. Super. Bis später. Von hier oben sieht man übrigens, da in der Richtung, wo Afrika liegt, das Mittelmeer. Und wenn man hier diese Straße rüber guckt, ist das der Atlantik. Tarifa liegt also zwischen zwei Meeren. Hier in Tarifa, das ist hier so die Einfahrtsstraße zum Ort, hat sich einiges getan. Es ist deutlich moderner sieht es aus als früher. Früher war es noch ein bisschen, ja, Gesundheit. Früher war es alternativer, als es jetzt ist. Jetzt scheint es doch sich hier gewandelt zu haben, dass die Leute mehr auf die Geschäfte achten. Also ist einiges los hier, hat sich verändert. Hier sind wir an dem Eingang zur Altstadt von Tarifa. Das Tor hat sich auch, das hat sich mal nicht verändert, im Gegensatz zu vielen anderen Sachen, die sich hier verändert haben. Aber das Tor, das hat sich nicht verändert. Jetzt gehen Tina und Leo erstmal in die Altstadt rein und ich werde hoch zum Auto gehen und erstmal die ersten Einkäufe abliefern. Und dann treffen wir uns im Café Central wieder. Und wie in allen spanischen Städten ist viel los. Wobei der Verkehr hier in Spanien eigentlich geht. Das stellt man sich schlimmer vor, aber kommt da ganz gut durch. Die Städte sind auch nicht so riesig groß und so überfüllt, sodass man sagen könnte, ach, hier ist so wahnsinnig viel los wie in Deutschland, sondern das geht eigentlich. Die Statue da hat ihren Kopf verloren, fällt mir gerade auf. Und hier nun in der Altstadt auch viele kleine Lädchen. Im Moment scheint die Sonne hier ganz schön gut rein, sodass es recht warm ist. In den Gassen, in denen Schatten ist, also so wie hier jetzt beispielsweise, da ist es nicht ganz so heiß, da ist es etwas kühler. Keramik ist hier in Andalusien ja auch viel vertreten. Wir werden auch in ein paar Tagen noch mal nach Conil fahren, da kann man ziemlich viele Keramiken einkaufen. Kleine Gassen, touristische Läden, auch sehr alternativ angehaucht. Alles sehr beschaulich, nett. Tarifa ist so eine Stadt, die kann man wirklich
guten Gewissens empfehlen, wenn jemand alternativen Urlaub machen will. Im Sommer ist es bestimmt auch voll. Es ist aber vor allen Dingen die Hauptstadt des Kitesurfens hier in Spanien, vielleicht sogar der Welt. Da hinten hat es die Iglesia von Tarifa. Hinter Tina das Café Central, wo wir früher immer essen gegangen sind. Oft essen gegangen sind, nicht immer natürlich. Das hat aber im Moment zu, also vermutlich außerhalb der Saison, sodass wir ausgewichen sind auf Casa Babel. Ja. Und hier werden wir jetzt eine Kleinigkeit essen. Das ist jetzt der Laden, in dem wir waren. Da hinten war früher mal die Organisation, die Wahlbeobachtungstouren, Whale-Watching gemacht hat. Die sind jetzt nicht mehr da. Da ist, wenn ich mich nicht irre, jetzt ein Eisladen drin. Und das hier ist das Café Central. Aber wie gesagt, das hat im Augenblick noch nicht auf. Scheint es aber auch schon lange zu geben, wenn man sich das anguckt. Und das alles ist ganz in der Nähe der Kirche, die wir gerade eben schon gesehen haben. Was wir euch zeigen wollten, nur ein Teil davon, aber es gibt eine Fortsetzung. Wir werden nochmals zurückfahren nach Tarifa. Genau, wir haben uns diese Woche vorgenommen, dann noch ein zweites Mal hinzufahren, denn Tarifa ist halt immer eine Reise wert und immer interessant. Auf einer Seite das Alternative, das Maritime, die beiden Meere, der Hafen, der Platz, das Maurische, alles wunderbar. Noch einmal werden wir uns das anschauen. Genau. In einer Gegend. Genau, und es ist halt auch die Hochburg für Surfer. Kitesurfing ist hier groß angesagt, dafür gibt es ganz viele Geschäfte und hier findet man auch ganz viele Hostels, Campingplätze, wo junge Leute, die surfen wollen, dort die Möglichkeit haben, auch zu schlafen für wenig Geld. Bis später. Ja, nach unserem heutigen vormittäglichen Ausflug nach Tarifa gehe ich nochmal Strandecken spazieren und wollte auch noch mal ein paar Strandeindrücke einfangen. Hier, man sieht, es ist wieder der Bär los. Ja, das passt uns genauso. Also bloß nicht zu viel, so ist schön. Der Sand ist recht heiß, die Luft ist angenehm, die Sonne brezelt und so kann man es aushalten. Ich habe mir heute auch eine Mütze aufgesetzt, weil ich mir neulich, das war allerdings in Bordeaux, glaube ich, dann doch ein bisschen die Blätter verbrannt habe. Dann geht das Ganze durch die Haare durch. Ja, das Meer braust ordentlich. Wie wir alle wissen, gehört die Straße von Gibraltar zu den meistbefahrenen Seewegen. Jetzt ist das da hinten nicht unbedingt ein Frachter. Aber hier in der Gegend fahren natürlich auch viele Schiffe. Das ist ähnlich wie in Cuxhaven dann. Aber da sieht man auch in Gibraltar mehr. Ja, in Gibraltar nicht, in Tarifa. Hinten ist ein alter Bunker. Weiter hinten stehen auch noch welche. Also nicht weiter in der Richtung, sondern weiter in Richtung Sahara. Das ist jetzt Richtung Tarifa. Es gibt ja auch solche YouTube-Channels, die einen Spaziergang am Strand machen. Das ist dann aber meistens auf Gran Canaria und so. Hier wäre das jetzt relativ
langweilig, ja, man würde einen schönen Strand sehen. Und mit ziemlich wenig Action. Heute ist nämlich eigentlich so gut wie nichts los, außer dass das Wasser mir bis an die Buchse spritzt. Aber das macht ja nichts. Aber ansonsten ist hier heute relativ wenig los. Eigentlich ja so genauso, wie ich das liebe. An dem Bunker jetzt angekommen. Den kann man auch hier am Strand erreichen. Man muss dann ein bisschen hochklettern. Das hatte ich seinerzeit mit André festgestellt. Das ist jetzt auch nicht ganz so einfach, aber es geht. Also man kommt bis zu dem Bunker hin. Ja, hier ordentlich Seegang. Thank you.